Yo, 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 Leute, was geht ab? Euer Hatzweiler hier wieder am Start, zusammen mit der Eike. Ja, Eikes Kanal, den werde ich mal wieder unten verlinken. Für alle, die das Umbauprojekt sehen wollen, wo wir die EXE von Eike umbauen, dann müsst ihr Eikes Kanal abonnieren, denn die Videos werden nur auf Eikes Kanal kommen. Ja, dann, weil immer noch mega viele Nachfragen. Sticker, und zwar diese Sticker hier, die sind alle geplottet. Die gibt es einzeln zu kaufen. Unten in der Beschreibung drin, weil immer viele Nachfragen hat sie, wo kriege ich Sticker her, obwohl es unter jedem Video drunter steht, aber ich denke, die meisten gucken ja sowieso nie rein, unten in die Videobeschreibung, aber da sind die Sticker verlinkt, da könnt ihr es euch holen. So, heute kommt endlich mal wieder ein Reaction-Video, für alle, die Fails oder so schicken wollen. Die eigenen Fails. Genau, die eigenen Fails, die mache ich unten in die E-Mail-Adresse wieder rein. Aber heute kommt mal ein anderes Reaction-Video, weil einfach in letzter Zeit zu wenig Videos geschickt wurden. Okay, wir haben fast 23 Folgen oder so gemacht. Das ist klar, dass irgendwann die Abonnenten nichts mehr haben, wo sie fehlen. Dementsprechend kam eigentlich zu 90% nur noch irgendein Müll, woraus man kein Fail-Video machen kann. Aber andersrum ist halt die Nachfrage riesengroß und ich wurde andauernd gefragt, ey HC, wann kommt denn endlich mal wieder ein Reaction-Video? Da habe ich gedacht, so scheiße, was mache ich da jetzt? Jetzt habe ich ein Reaction-Video, was im Internet so drin ist, gefunden, was ich denke mal ganz interessant ist. Ich habe es noch nicht komplett gesehen, ich habe nur mal kurz reingeswiped so. Und ich habe gedacht, wir reacten einfach darauf mal. Wir werden sehen, ob es gut ankommt oder nicht gut ankommt. Den Ersteller des Videos, den werde ich natürlich unten auch verlinken, damit wir nichts geklaut haben oder so. Ja, das ist das Wichtigste. Wir fangen jetzt einfach mal an und schreibt einfach mal eure Meinung unten in die Kommentare rein. Ich bin mal gespannt, was ihr so dazu sagt. Von vornherein gleich noch, das ist ein reines Enduro- oder Motocross-Fail-Reaction-Video. Habe ich jetzt mal einfach rausgesucht, weil es einfach mal was anderes ist. Weil die meisten anderen reacten immer alles so Straßenkram. Und da habe ich gedacht, weil ich ja auch mega viel Enduro in letzter Zeit mache, reacten wir wirklich nur auf Enduro-Fails und so. Weil ich finde, da entstehen auch mal die geilsten Fails. So, fangen wir einfach mal an. Okay. Das ist schon mal Crossstrecke. Ja, der gibt ordentlich Gas. Oh, ups. Der ist mit dem Vorderreifen übelst aufgekommen. Das ist mir auch schon mal passiert. Das war ein bisschen schmerzhaft. Jawoll! Das ist mal ein Stunt, Mann. Alter, ja. Das muss man erstmal hinkriegen. Ah ja, krass, aber das ist stehen geblieben. Okay, der Hang ist nicht ohne, wegen mit den ganzen Bäumen und so. Ja, ja. Aber Glück gehabt, Glück gehabt. Ah, hier, ein Baumstamm. Den habe ich gar nicht gehört. Yo! Der ist mal im Gas hängen geblieben. Oh ja, der ist abgerutscht. Das übe ich zurzeit auch so ein bisschen über Baumstämme rüber zu fahren. Toni auch, ne? Ja, Toni auch. Gab's gestern auch einen Fail. Ja, Toni hatte gestern echt leicht einen Fail. Yo, Alter! Okay, wäre er jetzt nicht im Weg gewesen, dann wäre es gar nicht schlecht gewesen. Ey. Boah, das war aber übel. Ey. Junge. Yo. Oh, das war viel. Ja, das ist schon ein bisschen viel, das stimmt. Ey, schlagen. Ja. Alter, die schlagen sich jetzt sogar noch. Ja, leck mich. Okay, bei so einem Rennen ist das, da geht es schon um einiges. Und dann so ein Foul wie vor kurzem, das in der, nicht MotoGP, oder MotoGP 2, wo der eine, wow, die Bremse einfach während des Fahrens gezogen hat. Ja. Absolute Sauerei, sowas. Aber sowas kann nur mal passieren beim Rennen, ne? Naja, aber das war schon war, sehr bewusst eben, ne? Das ist natürlich scheiße. Ja, voll. Ach, das Ding ist auch hängen geblieben. Jetzt. Und eine Beule gleich drin. Ja, was macht er da? Das kann auch gar nicht gut gehen. Ich glaube, da hat es geregnet, oder? Wow. Weggeschmissen. Ja. Hast du auch schon. Was hat er gesagt? Okay, das sind richtige Profis hier. Okay, das passiert öfters bei solchen
Ja, Holzstämmen. Trotzdem, wie die das manche hinkriegen. Ja, echt krass. Übung macht den Meister. Jo, oh, das tat weh bestimmt. Ja, das tat, glaube ich, echt weh. Das sieht irgendwie mal lustig aus, ne? Wurzelbaum übers Motorrad. Das gehört halt auch alles dazu. Jetzt probier das. Wow, wow! Übel. Ja, ja. Oh nee. Nein. Ich wollte gerade sagen, hat er sich nochmal gerettet, aber nein. Der andere ärgert sich natürlich jetzt, ne, weil er total nicht mal Schuld dran hat. Hier wieder ein Quad. Ja, gestern haben wir auch Quads auf der Crossstrecke gesehen, heftig. Ja, die haben echt ganz schön Staub verursacht, diese Quads. Oh, die Drohne. Das war mal eine Drohne. Ich würde mal sagen, die Drohne ist im Arsch. Ja. Oh, das ist immer eine große Crossstrecke, ey. Wie breit. Alter, wo will er denn hin? Wow! Wow! Alter! Oh, wenn der sich nicht gebrochen hat, dann weiß ich auch nicht, ey. Alter, der ist ja 20 Minuten. Wie weit der geflogen ist, Junge, krass, ey. Guck mal an, wie viel Hügelchen. Das ist auch Zeit. Super Cross. Super Cross nennt man das. Ja, so wow, was ist das? Das Gas hängt fest. Achso. Jo. Wie hat der das hinbekommen? Achso. Jo. Hörst du ihn? Oh shit. Oh shit. Jo. Einmal Kontrolle voll verloren. Könnte ich sein. Ach, das Ach, Kind. Gottchen. Oh, oh. Oh Gott. Naja. Alter. Alter. Oh. Alter. Junge, er rast da voll in die Menschenmenge rein. Gegen das Auto jetzt auch noch, oder? Gekracht? Ich weiß nicht so genau. Oh, volle Kanne. Krass, Mann. Ach, da ist doch der Fahrer. Ach, da ist er ja. Oh, den geht zum Glück gut. Jo. Ups. Oh, die Lache. Okay, ich denke mal bei Susanne, ich war, er war zu langsam. Gleich, der kriegt doch gleich alles ab. Ich wette, der fällt hinten rückwärts rein. Ich wette, das auch. Nee, doch nicht. Ja, das war ja jetzt nicht so schlecht. Der will doch bestimmt durch die Pfütze fahren. Ich wette, der bleibt stecken in der Pfütze. Mhm. Und fliegt genau rein. Genau die Erfahrung habe ich vor 2 Wochen auch gemacht. Genau die gleiche. Das Bike sieht irgendwie billig aus, weil da einfach so nichts ist. Dieser Lenker ist einfach so leer. Ja, ne? Da war nicht viel drin. Na, es geht. Ja, da liegt ein Stein erwischt, glaube ich. Oh nee. Oh nee, sowas würde ich auch nicht machen. Nee, nicht auf Eis fahren. Chef, was bricht ein? Ist die Karre weg und. Ja, wird passiert auch gleich. Gucke. Dabei. Siehst du? Ja. Ja. Obwohl es nicht tief, aber trotzdem ist arschkalt, ne? Ja, Mann. Und dann die Stiefel an. Ja, trotzdem kannst du ja dein Leben. Das ist nicht ohne, ey. Sowas niemals machen. Niemals. Wo fährt er lang? Durch den See oder? Nee, er will durch den Fluss fahren.
gleich drin. Oder gleich so ein tiefes Loch irgendwo, die Karre ist auch weg. Dann würde ich heulen. Ja, dann kriegst du ja wieder raus, wird ja nicht verschwinden. So viel Strömung ist da ja nicht. Ich fährt die gleich mal auf so ein richtiges Wasserloch. Nö, er geht baden. Jetzt hat sie es eh erledigt. Aber er lacht. Boah, ist aber ganz schön schlammig da. Jo. Mhm. Ob das jetzt... Das war jetzt keine Absicht. Nee, das war keine Absicht, glaube ich. Das wird ein Salto. Oh, ich würde mal sagen, jetzt ein Kühler erwischt. Das war's. Oh doch. Das ist natürlich ärgerlich, Mann. Jo. Ja, wie viele schon so ihre Karre weggeschmissen haben. Und ein T-Shirt, ne? Ja. Oh. Und kein Rückenprotektor. Tut doch weh. Also wenn wir Enduro fahren, immer Schutzkleidung. Oh. Immer Schutzkleidung. Oh. Ich habe ja echt vollsten Respekt davor vor Motocross-Fahrern, die so übelst krass springen. Ja. Gestern auch, da waren so viele dabei. Ich denke mir immer so, wenn da was schief geht, ey. So Leute, das war's jetzt aber auch schon wieder. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die Folge oder die Videos richtig geil, weil da war wirklich viel Action drin, so ein bisschen Abwechslung von allen so ein bisschen. Und Action ist beim Endurofahren und Crossfahren sowieso immer. Ja. Fails passiert auch immer. Ja, immer. Also wenn du danach gehst, könnte ich bestimmt nur ein Fail-Video schon machen, nur mit den Videos von mir selber. Ja. Ich fand es auf jeden Fall mega geil, war echt mega spannend und geile Fails dabei. Wenn ihr von mehr sehen wollt oder so, dann schreibt es unten in die Kommentare und lasst ein Like da. Genau, ein Like und einen Kommentar und wir sagen einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao und tschüss. Tschüss.